Ja, Leute, dann ist zurück. Ich musste letztes Mal vorerst abbrechen, weil ich weil schon wieder was dazwischen kam, aber egal jetzt. Jetzt geht's immerhin weiter, also, jo. Waren bei dem Vieh hier stehen geblieben. Haben wir ihm immer Glut rein. Meditation setzt das Vieh ein. Vielleicht nochmal Blut. Jo, damit reicht Level 32. Zuckieb. Ja, das wäre gar nicht schlecht. Was hau ich denn da weg? Gerade sau ich mal weg. So. Damit wäre diese scheiß Familie endlich ausgelöscht. Ja. Wer sich mir in den Weg stellt, hat wenig Chancen. Okay, sagt das mal den Arena-Leiter. Die hatten meistens Glück, sagen wir mal so. Okay, die sitzen jetzt hier und sind bereit zum Labern. Also, hier nichts weiter Besonderes. Was haben wir für ein Schild? Eingang Trainerberg, oh Gott, ey, keine Höhle, bitte kein... Alter, warum verarsch mich nicht? Sag, dass es hier noch einen anderen Weg gibt, ey, bitte. Kein Bock jetzt auf irgendeinen Scheiß Höhle voller Trainer. Aber wir können jetzt Zertrümmer einsetzen. Gucken wir mal, ob das eins oder vier lernen kann. Ich hoffe es stark für die Pokémon. Hier. So, ja. Und das Vieh hier einfach. So, dann mach mal. Jo. Kommen wir hier weiter. Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, dann wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon-Liga um einige schwerer zu besiegen sind als die Arena. Ach, was du nicht sagst. Nee, die werden mit Sicherheit leichter sein als alles, was ich hier vorgemacht habe. So, was ist das für ein dämliches Kamerateam? Oh nee, muss ich jetzt gegen die beiden kämpfen oder was? Verarsch mich bitte nicht. Ja, sicher. Irgend so ein hässliches Kamerateam. Haben aber zum Glück noch zwei Pokémon. Okay, wir kümmern uns jetzt erst um das Magnetilopfvieh, bevor ich wieder mit einer scheiß Paralyse zu kämpfen habe. Was mache ich denn da? Nee, ich mach mal Glut gegen das Vieh. Komm, stirb. Jo, sehr gut. Hätten wir das. Kümmern wir uns noch um das Mistvieh. Vielleicht mal ein paar mit dem Doppelkick. Mal sehen, wie gut ihm das tut. Komm, geht drauf. Jo, das war's. Sogar sehr effektiv. Perfekt gekämpft. Gegen dieses dreckige Kamerateam. Ja, was sagt ihr jetzt, ihr Trottel? Mein Gefühl hat nicht getrogen, was? Der Trainer ist wirklich erstaunlich. Elanu gewinnt, bla bla bla, Pokédeur. Warum lese ich sowas eigentlich immer vor? Erstaunlich, erstaunlich, wo bist du? Ich wusste, wir erleben etwas Außergewöhnliches, als wir dich hier gesehen haben. Oh, entschuldige dir ein... Oh, meine Frist. Ich schulde dir eine Erklärung. Wir reisen durch das Land und führen mit Trainern Interviews. Würdest du uns auch etwas fragen? Ah, wenn es denn sein muss.
Ja, wunderbar, danke. Okay, wie würdest du deine Gefühle hinsichtlich unseres Kampfes beschreiben? Kurz und nett, bitte. Ja. Ist ja auch irgendwas wie kurzer Prozess oder so. Stilmittel, was? Erinnert mich schon wieder an den scheiß Deutschunterricht. Hobbits habe ich eben gelesen. Lifestyle. Was ist denn der Scheiß? Ja, keine Ahnung. Irgendwie dumm, so eine vorgefertigten Wörter. Okay, man sieht sich. Ja, schön. Tolles Interview. Aber ich habe auch keinen Bock mehr Zeit dafür zu opfern. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Ich sag dazu, friss meinen Staub. Knellst hier so ein scheiß Vieh, was hilft dir nochmal? Doppelkick war's, glaube ich. So, stopp schnell. Ja, das war's. Ach, leck mich. Drück's immer wieder falsch. So, was war gegen das Vieh effektiv? Ich versuch's jetzt mal mit Glut. Weiß nicht. Scheiße. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, was ist denn scheiß Schwänzeltanz? Rutenschlag oder wie ist das aber man nennt? So. Stopp. Gut. Das waren alle, ne? Jo. Hui, du bist außergewöhnlich gut. So, hier steht noch irgendein Typ rum. Ich bin voller Schwung und Elan und meinen Pokémon nicht mindern. Was ist das für eine alte Ausdrucksweise? Sag mal, es fällt mir schon langsam schwer. Obwohl ich mit sowas sonst eigentlich klarkomme. Gut, aber im Let's Play nicht klar. Friss mal ein bisschen Blut. Jo. Bekommt ihr gut. Blut bekommt ihr gut. Ach, wie lustig ist das jetzt wieder. Jo. Oh ne, oh kein Sandsturm. Sowas schon wieder hasse in so einer hässlichen Wetterbedingung. So, was willst du? Kämpfen natürlich. Ich bin stark, ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Das wollen wir doch mal sehen. Ob ich ihn jetzt hier drücke, ne? Kämpfer Karel, Karel Gott. So. Ich glaube, der kann meine Glut gebrauchen. Tschüss. Oh, wir haben bald schon wieder ein Levelaufstieg, das geht voran hier. Unglaublich. So. Die Alte will auch nochmal kämpfen. Wir stehen hier von diesem Langweiler. Komm, wir singen zusammen. Ganz sicher nicht. Ihr hört ja, wie abscheulich meine Stimme ist. Klingt wie dreimal durch den Dreck gezogen, ich weiß. So. Besonders jetzt, wenn ich erkältet bin. Ja, was willst du? Doppelkick? Probier mal. Jo, sehr gut. Gleich verreckt das Mistvieh. Lombrero.
machen wir denn gegen das Vieh? Versuchen wir es mal mit Doppelkick meinetwegen. Ja, gut. Vollkommen ausreichend. Du triffst die Töne besser als ich. Immerhin. Ist nichts weiter, oder? Nee, offenbar nicht. Komm, nee, nicht so ein Bergland. Oh Gott, ey, nee. Und da habe ich schon wieder Lust drauf, auf so einen Mist. Und Höhlen sehe ich auch schon. Oh Gott. Ja, uff, die Typen da sehen nach Team Magma oder so aus. Ah, wie wäre es, wenn wir kämpfen? Du und ich, ja, wen sonst? Lacht sich hier schlapp, der Idiot. Eine Herausforderung von Wanderer Gisbert. Kann man überhaupt jetzt sein? Ich würde sagen, das Vieh machen wir mal mit dem Doppelkick platt. Stirb. Jo, einmal getroffen. Ist ja klar. Also gleich super platt gemacht. Und wir erreichen schon wieder den nächsten Level. Geht wirklich super voran. Macholo. Probiere ich mal mit Loot. Hier bin ich jetzt sehr unsicher. Hat aber super geklappt. So, der Wanderer ist auch platt gemacht. So, kümmern wir uns auch um den Klausbuben hier. Meine Beine sind durch das Klettern in den Bergen richtig muskulös geworden. Oberschenkelmuskel, sag ich dazu. So leicht werden sie also nicht einknicken, mein Freund. Tja. Aber wenn ich nachtrete, dann schon. Kleinstein. Schmeiß mal mit Blut drauf. Ja, das war's. Es war nicht sehr effektiv, aber hat seinen Zweck trotzdem erfüllt. Nochmal ein Kleinstein. Ach, leck mich doch. Nehme ich wieder Blut. Ach, bloß der sitzt jetzt dreimal Kleinsteine in dieser Langeweile. So. Mir spannend, was der Schwachmat ist. Ja, war klar. Setzt tatsächlich nochmal Kleinsteine ein. Alter, ich hasse dich. Ich hasse dich. Stirb wenigstens schnell, wie die anderen auch. Och, ich krieg langsam Hunger. Ich sollte mal was essen. Wäre vielleicht nicht schlecht für meine Gesundheit. Aber Let's Playen geht jetzt erstmal vor. Ich denke mal, ich werde jetzt sowieso abhauen. Aufhören. Oh, ich habe Krämpfe in den Beinen. Kannst du mir bitte Bandagen aus meinem Rucksack geben? Nein, das ist mein Pokénerv. Ich trage dich ins Verzeichnis ein. Ja, toll. Ja, leck mich doch. Ich will deinen Scheiß Nummer nicht. Ja. Dann werde ich jetzt auch Schluss machen, wie gesagt, weil ich habe heute noch keinen Bock auf diese scheiß Höhle. Und naja, das möchte ich mir noch nicht antun. Also haben wir wieder einen etwas kürzeren Part heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem wieder gefallen. Wenn ja, könnt ihr das Video gern bewerten. Ihr könnt mich überhaupt gern unterstützen, auch durch eine negative Bewertung wäre das schon Unterstützung. Und ja, schreibt ruhig was Nettes in die Kommis, wenn ihr Zeit habt. Und ja, könnt mir gerne ein bisschen Tipps geben. Müsst ihr nicht zur Story spoilern, aber wenn man irgendwo noch irgendwas Wichtiges finden kann. Ich untersuche jetzt die Städte ja nicht so gern, so genau. Habe ich jetzt in der letzten Stadt zwar gemacht, aber ja, weiß nicht, da war mir gerade danach.
Jo, dann hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.